So, der gute Herr ist am Spielen. Wir gehen jetzt zum Essen und ich habe was Neues herausgefunden. Also einmal, wir haben gestern echt bis... Da bin ich. Ich glaube bis 5 Uhr gearbeitet oder bis 4, habt ihr gehört. Und dann nur ganz kurz geschlafen, 9.30 Uhr wieder getroffen, bis jetzt durchgezogen, ohne zu essen. Jetzt habe ich richtig, richtig Hunger. Und guck mal, was ich entdeckt habe hier heute. Und zwar kann man hier an der Seite von der Villa, kann man hier direkt runtergehen. Das wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt das erste Mal gerade gesehen, habe ich gedacht, okay, da mache ich eine Story. Und ich glaube sogar da unten, voll cool, da ist auch ein Restaurant. Direkt am Strand. Oh, vielleicht probiere ich das mal. Ist auch eine ganz gute Idee. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus, meine Freunde. Ich gucke mal in eure Nachrichten rein. Schreibt mir alles, was ihr so findet an sehr intelligenten Finanzministern und so. Schickt mir alles. Ja, echt schön hier. Aber ich glaube, ich werde mal das Hotel wechseln. Mal einen Tapetenwechsel. Ja, ich will auch Videos drehen und da brauche ich einen Tapetenwechsel. Muss ich eine andere Location haben, ist besser. Immerhin bleibt hier. So, jetzt guckt euch das mal an, wie schön das ist. Da ist der Pool. Genau, und wir essen jetzt und geben aber weiter Gas. Haben den Laptop dabei. So, schickt mir was. Ich bin gespannt, weil ich hatte nicht so viel Zeit, selber zu recherchieren. Deswegen schickt mir auf jeden Fall. Und dann bis später. Ey, diese Inseln sind so cool immer, diese kleinen Inseln. Muss ich mir auch noch alles angucken hier. So, meine Freunde, kommen gerade wieder rein. So krass, ich habe gerade ein Interview oder einen Vortrag von Alice Weidel gesehen. Das ist so krass, weil sie sagt so gute Sachen, aber das ist so normal. Das ist so 1+1. Es ist unfassbar und alle drumherum verstehen das nicht. Der Finanzminister so, wenn die Betriebe alle nichts mehr verkaufen, dann gehen die trotzdem nicht insolvenz. Die verstehen das alles gar nicht. Sie sagt, hey, von diesem ganzen Gelddrucken entsteht eine Inflation. Das weiß man normalerweise, wenn man sich 3 Minuten mit der Wirtschaft befasst. Alle so, was redet denn da? Ich kann es nicht fassen. Und keiner versteht irgendwas. Ich bin sprachlos. Guck mal hier zum Beispiel. Du kannst hier wohnen, dein Leben lang. Du kannst finanziell frei sein. Um hier in Thailand zu wohnen, alles ist so günstig, braucht man ein Produkt pro Tag zu verkaufen. An potenziell 120 Millionen deutschsprachige Menschen. Ein Produkt. Und man kann sich von denen abkoppeln. Versteht keiner. Versteht keiner. So, meine Freunde, bevor ich euch gleich noch ein paar Stories mache und einen sehr interessanten Bericht reposte, zeige ich euch erstmal, wo ich jetzt hier bin, und zwar in der Mall. Und ich bin jetzt mal hier am Suchen, wo ich so einen Handyständer bekomme für Videos aufnehmen, mit einem Licht am besten. Ich glaube, in der dritten Etage. Ah, ne, hier. Hey, bin ich gut? Geil, direkt gefunden. Ah, hier ist auch ein Apple. Yes, ey, das ging schnell. Genau das brauche ich. Mega. Okay, cool, schon gefunden. Wir haben schon. Was sagst du dazu?
Das Krasse ist ja, meine Freunde, jeder hätte die Möglichkeit, da rauszukommen. Und woran scheitert es? Immer. Nicht daran, dass man alles richtig macht, dass man die Sachen lernt, dass man sich Wissen aneignet, dass man durchzieht, dass man weitermacht, dass man diszipliniert ist. Nie daran. Woran scheitert es? Immer. Woran verlieren zum Beispiel alle die Coins, wenn sie betrogen werden, zum Beispiel Krypto? Nicht daran, dass sie alles sichern auf dem Ledger, alles ist perfekt und dann irgendwie klaut das jemand. Nein. Indem ihnen jemand sagt, schick mir deine Bitcoin und ich schicke dir die doppelte Menge zurück. Und die so, ey, das hört sich ja voll gut an. Ich werde ja voll schnell reich. Hier. Menschen wollen sich unbedingt verarschen lassen. Und was wollen sie nicht? Auf keinen Fall sich Wissen ansammeln. Damit man sich selber daraus... Das ist der Mensch. Und ich kriege diese Anfrage jeden Tag zigfach. Das sage ich hier rein seit Jahren. Es ist ja immer, die Ursache ist ja beim eigenen Denken, beim eigenen Wissen. Ich denke irgendwas, dann mache ich ja dementsprechend das und dann habe ich ja keine Erfolge und dann werde ich angeschrieben, ja Sessi, ich habe keine Erfolge, was soll ich denn machen? Immer. Es nervt mich einfach nur noch. Zu 100% sage ich, das und das machen. Zu 100% kommt zurück, nee, ich mache das lieber so, wie ich es selber denke. Immer. Die Ursache, wenn man, egal in welchem Bereich, ob in Beziehungen, Geld verdienen, Körper, Ernährung, egal was, wenn man dann keinen Erfolg hat, dann ist die Ursache ja, dass man falsch denkt. Das ist ja die Ursache. Weil dadurch, dass ich was Falsches denke, mache ich ja was Falsches, habe scheiß Ergebnisse. So, und dann fragen die mich, und dann sage ich das Richtige und das ist ja natürlich was anderes, als sie denken. Und dann sagen sie, nein, das stimmt nicht. Immer. Ich habe schon keinen Bock mehr zu antworten. Ich werde immer gefragt, ja Cecil, soll ich jetzt traden? Ja, alles klar. Die Statistik besagt, ungefähr 95% gehen in den ersten 3 Monaten pleite. Mach! Die Leute wollen unbedingt verarscht werden. Oder ich höre immer, ja Cecil, soll ich jetzt in Elon Coin, was weiß ich, 5.700 investieren. Ich sage so, was für ein Coin? Immer! Gescammt. Cecil, scheiße, ich habe 80.000 VeChain in irgendeine Adresse. Die haben mir versprochen, dass die doppelte Adresse, das Doppelte zurückzuschicken. Haben die gar nicht. Ach, echt nicht? Neulich wurde ich gefragt, original, kein Spaß. Cecil, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ich nehme auch Medikamente und so. Ich habe ja gehört, du hast da ein Jod und so. Aber kannst du mir ganz schnell sagen, wie viel ich nehmen soll? Weil ich wollte jetzt nicht dein 27-minütiges Video gucken. Original die Nachricht habe ich bekommen. 1:1. Es geht um meine Gesundheit. Ich habe aber keine Lust, jetzt ein 27-minütiges Video zu gucken, damit ich mir selber Wissen ansammle. Entweder ich schluck Vitamine oder ich... Frag einfach mal, sag mal schnell, 3 Kapseln oder 4 und dann bin ich wieder gesund oder was? Geht das ein bisschen schneller, Cecil? Es ist immer. Wenn ihr am Tag 500 Nachrichten sehen würdet und ihr würdet das 300 Mal davon bekommen, dass ihr immer seht, es ist immer Ursache, dann würdet ihr sagen, ey, es ist zu heftig. Das ist der Grund, warum 99... Und das Krasse ist, wenn man es einfach umsetzt, dann kann jeder erfolgreich werden. Ich selber habe mit dem Ganzen, was ich mir beigebracht habe, mit Online-Geld verdienen zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Geld verdienen gerade sind, habe ich 1,5 Jahre gebraucht, um 30 Cent zu verdienen. Wissen aus 20 Jahren ins Coaching gepackt. Beispiel, Franzi hat es übernommen. Hat nach einem Jahr 100.000 Euro in 4 Monaten verdient. Ich nach 1,5 Jahren 30 Cent. Sie 100.000 Euro in 4 Monaten. Das ist so, stell dir vor, du bist der letzte Mensch auf der Welt. Der letzte Mensch. Und dann hast du eine Möglichkeit. Entweder du willst jetzt ein Flugzeug bauen, sonst, keine Ahnung, wirst du umgebracht oder was. Entweder du gehst in die Bibliothek und guckst genau den Plan an, wie es funktioniert. Dann machst du genau, oh, so funktioniert. Hat ja schon jemand vor mir erfunden. Oder du sagst, nee, ich gehe nicht in die Bibliothek. Ich will das selber erfinden. Und dann
Versuchst du 80 Jahre, 100 Jahre oder kommst nie drauf? Aber der Plan ist ja schon da. Das wurde ja schon mal erfunden. Wie bescheuert muss ich im Kopf sein, wenn ich nicht den Plan nutze? Das ist die Macht. Das versteht keiner. Cecil, sag mir mal bitte schnell, wie viel Kapseln, weil ein 27-Minuten-Video über Jod zu gucken, ey, ich gehe lieber 500.000 Mal zum Arzt und lass mir mal Medikamente verschreiben. So viel Zeit habe ich definitiv nicht, Cecil. Wo soll ich jetzt, welchen Coin soll ich jetzt kaufen? Wo soll ich meine Bitcoin hinschicken, damit ich das Doppelte zurückbekomme? Meinst du, das ist eine Verarschung? Es ist so krass, weil für mich in meinem Leben macht es gar keinen Unterschied. Banane. Ich muss nie wieder ein Video drehen und ich würde genau das gleiche Leben führen hier in Dubai. Alles genau das gleiche. Macht für mich 0,0 Unterschied. Aber ich hasse Versklavung. Ich hasse es, wie krass sie es schaffen, die Menschen zu manipulieren. Dass die Menschen rumlaufen, ich verstehe gar nichts mehr. Und das wird immer schlimmer. Und auf der anderen Seite bin ich muss was dagegen tun. Auf der anderen Seite bin ich Junkie mit den ganzen Nachrichten. Weil wenn man es umsetzt, ich weiß noch, als ich das erste Jubiläum vom Matrix-Prinzip hatte. Ein Jahr Matrix-Prinzip. Ich hatte schon tausende Nachrichten. Das war gerade ein Jahr online. Da hatte ich schon tausende Nachrichten. Ey, ausgewandert, besser, Ehe gerettet, dies, das. Tausende habe ich alles gepostet hier. Die mir länger folgen, wissen das alles. In einem Jahr. Ich muss kein Video mehr drehen. Nie wieder. Aber wenn ich diese Nachrichten bekomme, dann denke ich, hey, ich muss noch mehr Leute rausholen. Und wenn ich zum Beispiel hier die Familie, die nach Dubai ausgewandert ist und die Kleine kommt, guckt mich an, ey, Tessi, wegen dir sind wir ausgewandert, ich fühle mich voll wohl hier und nach 2 Wochen in Dubai konnte ich wieder richtig aufatmen. Das sagt mir eine 10-Jährige. Da denke ich, krass, ich werde das weitermachen. Ich werde so viele Menschen wie möglich da rausholen. Und meine Antwort, was ich an eurer Stelle machen würde, Shiba Inu kaufen oder anfangen zu traden, meine Antwort wird immer sein, Wissen ansammeln. Meine Antwort wird immer sein, das Matrix-Prinzip zu machen, bevor ich irgendeinen Cent für irgendwas anderes ausgebe. Weil das ist ja das, was ich seit 25 Jahren an Erfahrung habe. Das ist es ja. Sonst würde ich ja traden empfehlen oder sonst würde ich ja, keine Ahnung, empfehlen, Bitcoin in irgendeinen Adresse zu schicken, wo man das Doppelte zurückbekommt, wenn das die Lösung wäre. Nein, das ist ja nicht die Lösung. Das heißt, ich werde immer das sagen, was im Matrix-Prinzip ist. Immer. Weil ich weiß ja, effektiv, damit hole ich zig, habe ich unzählige Menschen rausgeholt. Deswegen, das ist immer meine Empfehlung, als erstes ins Wissen zu investieren. Und die Leute verstehen die Macht vom Wissen gar nicht. Das ist das Einzige, was einen da rausholt. Und die Menschen wollen sich nebenbei nicht Wissen ansammeln, bleiben lieber im Hamsterrad drin die nächsten 40 Jahre, haben schon auf dem Rentenbescheid stehen, ich werde 300 Euro bekommen, wissen schon und wollen trotzdem, das Schlimmste ist, sich irgendwie Wissen anzusammeln. Das ist, als wäre das eine Krankheit. So, oh, ich habe jetzt Wissen angesammelt. Oh! Nein, ist nicht so schlimm. Man muss keine Angst haben vor Wissen ansammeln. Das ist echt heftig. Oh. Und dann wird man geführt von draußen Politikern, die sagen, wenn eine Firma nicht mehr produziert und nichts verkauft, dann gehen die nicht insolvent. Von Gesundheitsminister brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, okay? Gar nicht. Dann hast du da eine Ministerin, die sagt, mich interessiert nicht, was das deutsche Volk denkt oder sagt, unsere Wähler. Ich stehe zur Ukraine. Ist egal, wie schwer das im eigenen anfühlt. Da haben wir 43 Millionen Menschen, die arbeiten. Wir haben 21 Millionen Rentner, die Hälfte. Das Land Deutschland hat die vierthöchsten Schulden auf der ganzen Welt. Wir wissen, das Rentensystem funktioniert nicht. Und wir machen trotzdem nichts. Gar nichts. Und die Welt explodiert da draußen, Inflation so hoch wie noch nie und alle haben keine Ahnung und du denkst, boah, ich kann 700
Prozent teurer, alle Rechnungen, Strompreise 1200% seit Januar 2021. Boah, alles ist da draußen am Explodieren. Und alle Menschen denken so, ja, scheiße, wenn jetzt mein Job, dann... Und keiner kommt da drauf, sich abzukoppeln, ein Produkt zu verkaufen pro Tag. Sagen wir mal, ich vermittle einen weißen Staubsauger oder ich verkaufe Toilettenpapier oder ich verkaufe irgendwas. Sissi, was kann man verkaufen? Alles. Die Menschen kommen nicht darauf, sich was aufzubauen, ein Produkt am Tag zu verkaufen und aus dem System raus zu sein. Das ist zu kompliziert. Das versteht da draußen keiner. Also Cecil, das glaube ich ja jetzt, also wirklich eigentlich so ziemlich gar nicht. Weil wenn, warte mal kurz, ich muss mal überlegen. Weil wenn das so einfach wäre, Cecil, dann würde es ja, warte, jeder machen. Und nein, bevor jeder frei wird, wird jeder Mensch auf der Welt Polizist werden. Das wird nämlich nicht passieren. Und ein Beispiel wieder, gerade, ich glaube gestern, vorgestern, Teilnehmer folgt mir schon seit 2-3 Jahren, Maximum-Prinzip gemacht. Cecil, ey, richtig geil, ich habe das Maximum-Prinzip damals gemacht, ich habe so krasse Erfolge gehabt, richtig krass. Und jetzt, ich muss unbedingt aus dem Hamsterrad raus, ich bin richtig motiviert. Richtig motiviert, Cecil. Ich bin krass motiviert. Deswegen habe ich mir gedacht, schenk mir doch das Matrix-Prinzip, dann werde ich so krass Gas geben, dass du mich dann hinterher als Testimonial nehmen kannst, weil ich so krasse Erfolge haben werde. Ich so, okay, wenn du so krass motiviert bist, warum investierst du nicht ein paar Euro im Monat? 50, 60, kommt drauf an, wann ich eine Aktion habe, 70 Euro. Warum investierst du die nicht? Und nein. Bevor jeder frei wird, wird jeder Mensch auf der Welt Polizist werden. Das wird nämlich nicht passieren. Und ein Beispiel wieder, gerade, ich glaube gestern, vorgestern, Teilnehmer folgt mir schon seit 2-3 Jahren, Maximum-Prinzip gemacht. Cecil, ey, richtig geil, ich habe das Maximum-Prinzip damals gemacht, ich habe so krasse Erfolge gehabt, richtig krass. Und jetzt, ich muss unbedingt aus dem Hamsterrad raus, ich bin richtig motiviert. Richtig motiviert, Cecil, ich bin krass motiviert. Deswegen habe ich mir gedacht, schenk mir doch das Matrix-Prinzip, dann werde ich so krass Gas geben, dass du mich dann hinterher als Testimonial nehmen kannst, weil ich so krasse Erfolge haben werde. Ich so, okay, wenn du so krass motiviert bist, warum investierst du nicht ein paar Euro im Monat? 50, 60, kommt drauf an, wann ich eine Aktion habe, 70 Euro. Warum investierst du die nicht? Weil ich meine, wenn du so motiviert bist, dann sagen wir mal 60 Euro im Monat, da müsstest du 5 Stunden für einen Nebenjob machen an der Tankstelle. Das heißt, du müsstest jede Woche nur zusätzlich eine Stunde machen. Oder eine Stunde in der Woche weniger schlafen. Oder anstatt einen Film in der Woche zu gucken, dann kannst du es dir ja selber leisten, wenn du so motiviert bist. Weil ich denke, wenn du die kleine Aufgabe nicht schaffst, eine Stunde zu investieren, damit du dir das Wissen ansammelst, wie willst du dann das Matrix-Prinzip schaffen? Ich meine, da gibt es ja auch Aufgaben, da muss man ja motiviert sein. Er so, ach so, ich wusste nicht, wie teuer das ist. Ich so, du hast noch nie die Free Tour geguckt und folgst mir seit 2-3 Jahren? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Aber danke für die Info. Menschen wollen nicht daraus kommen. Ein 27-minütiges Video für die eigene Gesundheit zu gucken, ist heutzutage zu viel, kannst du von keinem erwarten. In 3 Jahren einmal ein kostenloses Video zu gucken, wo ich alles erkläre über das Matrix-Prinzip, ist zu viel für die Menschheit. TikTok, Aufmerksamkeitsspanne von 1,5 bis 2 Sekunden, Maximum, was man heutzutage noch erwarten kann von den Menschen. Das ist der Grund. Wisst ihr, was ich früher gemacht habe? Beim Basketball, ich habe jeden Tag 5 Stunden trainiert. Weil ich gedacht habe, irgendwo in Slowenien ist irgendeiner, irgendwo in Europa, der trainiert jetzt gerade. Und ich trainiere jetzt gerade nicht. Deswegen bin ich jeden Tag 5 Stunden gegangen. Menschen wollen nicht daraus kommen. Ein 27-minütiges Video für die eigene Gesundheit zu gucken, ist heutzutage zu viel, kannst du von keinem erwarten.
in 3 Jahren einmal ein kostenloses Video zu gucken, wo ich alles erkläre über das Matrix-Prinzip, ist zu viel für die Menschheit. TikTok, Aufmerksamkeitsspanne von 1,5 bis 2 Sekunden, Maximum, was man heutzutage noch erwarten kann von den Menschen. Das ist der Grund. Wisst ihr, was ich früher gemacht habe? Beim Basketball, ich habe jeden Tag 5 Stunden trainiert. Weil ich gedacht habe, irgendwo in Slowenien ist irgendeiner, irgendwo in Europa, der trainiert jetzt gerade. Und ich trainiere jetzt gerade nicht. Deswegen bin ich jeden Tag 5 Stunden gegangen. Wisst ihr, was ich alles gemacht habe, um da rauszukommen? Wenn ich die Chance gehabt hätte, jemand sagt mir auch noch, ich muss nicht selber suchen 20 Jahre, sagt mir genau, was er gemacht hat. Hätte ich die Free-Tour geguckt, bevor er das Wort Free sagt, hätte ich schon hochgewischt, hätte ich schon geguckt sofort. Um es kurz zu machen, das ist der Grund, warum 99% der Menschen niemals frei werden können und die 1% der Menschen, die eine Aufmerksamkeitsspanne von mehr als 0,5 Sekunden haben, die sich dafür interessieren für ihr eigenes Leben, die Gas geben, die können sich alle befreien. Und ich meine alle. Und deswegen poste ich hier jeden Tag so viele Feedbacks. Weil es funktioniert, wenn man Gas gibt, immer. Das ist meine Erfahrung. The Matrix is everywhere. It is all around us. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. One.